Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich bin ein wenig kränklich, deswegen wird das mit dem Film vielleicht heute ein bisschen weniger. Mal schauen, meine Stimme ist fast weg. Wie ihr sehen könnt, 7:04 Uhr, 1,3 Grad. Und das ist die Innentemperatur, nicht außen. Der Wagen ist komplett zugefroren. Ich hatte heute Nacht mal zwischendurch geguckt, hat mal minus 4 Grad. Jetzt hat der Sensor draußen seinen Geist aufgegeben. Das heißt, erstmal Kaffee kochen und dann sehen wir alles Weitere. Ja, so frustig. Schön. Kann ein Morgen mit Sonne, blauem Himmel und Rauchreif sein. Aber es war schon zum Schlafen sehr angenehm, muss ich sagen. Mit der Decke, die ich da habe. Darüber habe ich noch so eine Fließdecke liegen immer. Das ist ja sehr angenehm dann. Habe es beim Schlafen nicht gemerkt. Aber jetzt heute Morgen muss man schon sagen, so 1 Grad, wenn man sich umzieht, es ist definitiv frisch. Aber ich finde, man kann es trotzdem machen. Weil diese, weiß ich nicht, 5 Minuten, die einem dann kühl ist, kann man dafür in Kauf nehmen. Und sobald die Sonne jetzt rauskommt, ist sie auch wieder angenehmer. Beziehungsweise jetzt so angezogen geht sie auch wieder. Ja, jetzt kann der Tag beginnen. Kaffee ist drinne. Ich hole mir mal was gegen die Halsschmerzen. Irgendwie so eine Neoangin oder sowas bei der Apotheke. Und dann wird das schon. Also, bis gleich. Ja, ich war gerade jetzt beim Lidl, habe mir ein bisschen Salbei geholt, ein bisschen Obst und werde jetzt losfahren in dieses in Nationalpark. Ach, wie hieß er denn? Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Königstuhl. Das blendet alles ein bisschen. So, da werde ich jetzt mit euch hinfahren. Meine Stimme ist auch schon wieder ein bisschen da. Und ich denke mir mal, dass ich da nicht so viel erzählen muss, sondern eher die Bilder wirken lassen kann. Also, bis gleich. Ja, ich bin jetzt angekommen hier an diesem Nationalpark. Bin hier auf den Parkplatz gefahren, kurz nach dem Nationalpark. Da steht bitte Parkschein ziehen, aber ist sogar kein Parkscheinautomat da. Also, wieder 1 Euro gespart oder auch mehr. Und los geht's. Ja, hier direkt gegenüber von diesem Nationalpark ist so ein Wildgehege. Ich dachte erst, oh schön, alles klasse. Aber hier nebenan ist ein Gasthaus, kleine Försterei. Und die bieten das passende Essen an. Also Rehrücken und solche Geschichten. Ist lecker, aber hat immer so einen faden Beigeschmack für mich persönlich. Wenn man die Tiere hier noch auf der Wiese sieht oder auf der Weide und dann auf dem Teller. Da denkt man immer noch mal drüber nach, ob man das essen sollte oder nicht. Ja, ich glaube, hier beginnt der Weg Richtung Küste. Es sind eine Strecke bis zum ersten Punkt 3,5 Kilometer. Und die gehe ich jetzt erstmal an. Ja, das stand in den Beschreibungen auch nicht, die ich gelesen habe. Das Ganze gibt es auch als Radweg, nicht nur als Wanderweg. Hätte ich natürlich gerade heute bevorzugt. Aber jetzt laufe ich schon mal, dann laufe ich auch weiter. Ja, wir haben so 9 Uhr ungefähr. Wie gesagt, auf dem Parkplatz stand jetzt ein Wohnmobil. Ansonsten ist noch niemand hier. Und das ist echt ein sehr gepflegter, aufgeräumter Wald hier in diesem Nationalpark Königstuhl.
Und es wird extra nochmal darauf hingewiesen, alles ansehen, aber nichts mitnehmen. Was ja verständlich ist. Aber rein optisch echt ein Leckerbissen. Ja, hier auf dem Weg sind einzelne Stationen anscheinend. Und zwar hier die Station Torfgrube. Die Wanderung beginnt an einem riesigen Torfgrube. Hier, wo jetzt ein kleiner See liegt, wurde vor 100 Jahren Torf eines Moores abgebaut und diente dem Menschen als Brennstoff. Und dadurch entstand da eine 6 Meter tiefe Ausgrabungsstelle, die sich mit Wasser füllte und diesen See ergab. Und da jetzt niemand mehr eingreift in die Natur, wächst der so langsam aber sicher zu und wird irgendwann wieder ein Torfmoorgebiet ergeben. So stand es sinngemäß auf dem Schild zu diesem Fleckchen hier. Hier ist die Station 3. Station 2 habe ich nicht gesehen. Auf zum Königstuhl. Ehrwürdige Hallen. Da geht es darum, dass hier diese Buchen den größten Teil des Nationalparks bilden und seit langem auf Jasmund besonders geschützt sind. Sie werden zwar durch die förstliche Pflege geprägt, denn die Bäume sollten ursprünglich mal so astreines Furnierholz liefern. Also mussten sie gerade und hoch sein. So genau wie die Bäume, die jetzt hier zu sehen sind. Sie werden allerdings nicht gefällt und können dadurch ihr natürliches Alter von bis zu 350 Jahren erhalten. Hier ist dann diese Frage drunter, wie alt die wohl sein mögen, und auf dem Kopf geschrieben die Lösung. Also diese Buchen sind alle um die 120 Jahre alt. Das heißt, die können noch mal einige Zeit hier überleben. Und 120 Jahre ist ja schon nicht wenig. So, Station 4. Der Jagenstein. Das ist dieses gute Stück. Und da ging es darum, dass der die alte forstliche Flächeneinheit, das Jagen, markiert. Und ganz zufällig beginnt auch hier so ein alter Pflasterweg mit meinem geliebten Kopfsteinpflaster. Und da kommt dann wieder die Frage, ob man weiß, woher diese Steine stammen. Das sind nämlich schwedische Steinbrocken und die sind hier aus der Eiszeitgletscherzeit. Also von Schweden bis hierhin. Gewandert mit dem Eis. Also diese Stille hier ist ja wunderschön. Was ein bisschen irritiert, dass man hier überhaupt keine Tiere sieht. Auch keine Spuren oder sonst was. Bei uns in den Wäldern sieht man überall so mal Fährten, wo die den Hang hoch sind, oder Suhlstellen von irgendwelchen Wildschweinen. Hier ist gar nichts. Ja, Station 5. So schnell geht's. Da geht es darum, Totholz. Man soll sich jetzt mal hier an das Holzrand schleichen und dort feststellen, wie viele Arten an Tieren, Käfern sich da niederlassen, weil das Totholz hier auch so gelassen wird, um den Pilzen und so diese Lebensräume zu bieten. Und auf so einem Stück, wie es jetzt hier vor uns liegt, sollen so circa 1500 verschiedene Arten sein. Das ist schon eine Menge auf der kleinen Fläche. Und Station 6. Meiner Stimme geht es dank Salbei ein bisschen besser. Ich hoffe, das hört man. Ich bin jetzt hier angekommen an der Fluchtburg. Aber das muss ich jetzt mal ein bisschen ablesen. Zeit für eine Rast an der slawischen Herthaburg und ihrem mystischen See, in dem der Sage nach die Göttin Hertha wohnt. Schau über den See und du erkennst einen ringförmigen Erdwall. Er ist der Rest einer slawischen Fluchtburg. In ihr verteidigten sich die Menschen bei Angriffen. Von der Kreideküste umgeben, war die Burg schwer zu erobern. Heute ist der Herthasee ein Rückzugsgebiet für viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Seine isolierte Lage schützt sie vor Krankheiten und Katastrophen.
Der See liegt weit ab von anderen Seen und Flüssen. Und die Frage ist wieder, woher kommt das Wasser? Und die Antwort: Regenwasser. Also ein Regenwasser- bzw. Grundwassersee. Und da gehe ich doch jetzt mit euch mal runter. Alleine dieses hier mit diesen Stämmen, die haben doch schon was Mystisches, oder? Aber wo ist der ringförmige Punkt? Ich kann ihn leider von hier nicht sehen. Hier steht noch so ein halb verrottetes Schild, dass der See circa 11 Meter tief sein soll. Das ist natürlich schon eine Menge. Und eine verlassene Ente. Hier ist nochmal schön zu sehen, wie dieser Hertha-Burg oder dieser Wall um die Hertha-Burg ausgesehen haben soll. Und zwar ist das hier der Wall, der dazugehört. Ich würde sagen, der hat jetzt so eine Höhe von 20 Metern. Das soll wesentlich mehr gewesen sein und vom Inneren mit Holz verstärkt, dann Erde, dann Holz, dann Steine. So, dass es mehr oder weniger senkrecht und unüberwindbar für den Feind war. Und zum Reinkommen in die Burg soll es unterirdische Durchgänge gehabt haben. Also dieser Weg hier ist gut gemacht und auch immer wieder was Interessantes unterwegs zu lesen. Ja, hier ist so ein genannter Sagenstein. Leider keine weitere genaue Erklärung. Es sieht aus, als wenn Fußabdrücke drauf wären, aber nichts Genaues weiß ich nicht. Wobei jetzt hier ein Opferstein ist und da kann man so das eine oder andere vielleicht von ableiten, wenn die hier so drüber gelegt wurden. So, mit dem Kopf in diese Richtung. Ja, und da unten ist so eine Auffangschale und da ist wohl dann das Blut reingelaufen. Ich glaube, ich stehe mal lieber wieder auf. Ja, ich bin jetzt hier an Station 7. Muss bloß die Kamera mal hier unten hinhalten. So leicht geschützt vor der Sonne, weil es sonst so sehr blendet, dass man gar nichts sieht. Wir sind hier an einem kleinen Sumpf. Hier wachsen Bäume mit einer sehr dunklen Rinde. Sie werden Schwarzerlen genannt. Mit etwas Glück kannst du an ihrem Stammfuß eine Besonderheit entdecken. Korallenartig verzweigte Wurzelknöllchen, in denen stickstoffbindende Mikroorganismen leben. Und noch etwas ist besonders bei den Schwarzerlen. Sie haben Stehlwurzeln. Und die Frage ist, warum sie die haben. Und die Antwort: zum Atmen. Ja, dort unten gibt es das Restaurant zum Königstuhl. Deutsch-italienische Küche stand da. Leider auch der Waldweg gesperrt. Und so geht es hier mit vielen Strecken. Die sind gerade kräftig am Sanieren, am Ausbauen für Radwege und irgendwelche Leitungsgeschichten. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist dadurch einiges gesperrt. Wem das Ganze zu anstrengend ist, hier durch den Wald zu laufen, habe ich gerade festgestellt. Man kann also auch direkt bis hierhin fahren. Ob das unbedingt schöner ist, ist jedem selbst überlassen. Aber es kann ja auch nicht jeder so lange laufen. Also daher, auch mit dem Auto ist die Anreise möglich. Oder dem Bus. Also wenn da Schilder stehen, Durchfahrtgang verboten oder betreten Waldwege verboten, dann muss man auch das Kleingedruckte lesen. Da steht dann drunter: für Fahrzeuge aller Art. Also zu Fuß durfte man doch rein. Wurde ich gerade nett darauf hingewiesen von einer Dame, die oben in diesem Zentrum arbeitet, wo ich gleich wahrscheinlich noch mal hochgehen werde.
Dort im Hintergrund sieht man so ein bisschen den Kreidefelsen schon. Zu meiner Rechten auch. Und da rechts werde ich jetzt erstmal noch ein Stück weitergehen. Mal schauen. Wie man hier gut sehen kann, die Wege werden gerade alle neu angelegt. Aber die Aussicht ist toll. Und hier geht's weiter hoch. Aber ich muss sagen, wenn man so ein bisschen angeschlagen ist, fordert das ganz schön. Ich glaube, ich werde heute nur einen halben Tag was machen und die andere Hälfte die Füße hochlegen. Ja, hier hat man nochmal einen schönen Blick rüber zu den weißen Felsen. Und diese Warnschilder sind nicht ganz unberechtigt. Wenn man mal hier schaut, der Baum, man kann durch das Wurzelwerk im Grunde runter gucken. Und hier an den Felskanten sieht man auch, wie porös das Ganze eigentlich ist. Und ich bin dann ja doch eher der Schisshase und halt mich an sowas. Ja, und hier geht's auch ganz schön runter. Und so sieht das Ganze jetzt ja im Panorama aus. Obendrauf die Männchen. Seht ihr, glaube ich, wie klein die sind. Da hat man mal eine Vorstellung, wie groß das Ganze ist. Der Weg nach unten an die Küste selber ist gesperrt, weil einfach die Gefahr zurzeit zu groß ist, dass da irgendwas stürzt oder abstürzt, abrutscht, wie auch immer. Wäre bestimmt auch nochmal beeindruckend gewesen, aber man muss ja auch nicht drauf anlegen, das wisst ihr. Jetzt werde ich erstmal darüber gehen zu den anderen Männchen und mal schauen, was man da noch zu sehen bekommt. So Leute, ihr wisst, was ich für ein Schisser bin, wenn es um Höhe geht oder irgendwo rauszugehen. Oh, ich habe jetzt schon Pudding in den Beinen. Hier hat man die Möglichkeit, über so einen Steg, ach, das ist auch noch aus Holz, ach du Scheiße, mal wippen, ja, oh, ich darf gar nicht runter gucken, glaube ich, ach du Scheiße, Entschuldigung, ja, also ich stehe mehr oder weniger an der Kante und wow. Da fehlen mir die Worte. Ja, dann geht's jetzt rein in das Nationalparkzentrum Kaiserstuhl. Nee, Quatsch, Königsstuhl. Ja, ich habe mich dann doch dagegen entschieden, da reinzugehen, weil die Sachen, die dort angeboten werden, für mich definitiv nicht interessant sind. Es ist eher was für Kinder oder, ja, also für mich ist es definitiv uninteressant. Ich füge da nochmal ein Bild zu ein, zu dem, was es gibt und gehe jetzt wieder Richtung Wald. Ja, meine Lieben, das war der Weg oder Wanderweg zum Königsstuhl mit den Kreidefelsen. Ich persönlich fand es sehr schön, ist gut zu laufen, top ausgeschildert. Und demnächst, wenn dieser Radweg hier freigegeben ist, bestimmt auch schön mit dem Rad zu erfahren. Aber zu Fuß hat man halt mehr Möglichkeiten, Sachen zu entdecken. Der Radweg wird schon so ein bisschen außen dran lang geführt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war noch nicht alles hier von der Küste, aber für dieses Video war es erstmal alles. Also macht's gut, euer Markus.